Jo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Vigor. Ja, endlich ist mein Internet wieder da. Ihr habt euch sicherlich gefragt schon jetzt in letzter Zeit, warum nichts auf dem Kanal kam. Das hat einfach den Grund gehabt, mein Router war kaputt. Ja. Ich habe ja auch dieses eine Video noch aufgenommen, das ist wahrscheinlich gestern, habt ihr das wahrscheinlich gesehen, rausgekommen. Das Video habe ich vor einer Woche aufgenommen. Da dachte ich ursprünglich, mein Internet hat nur Probleme. Ja, also, dass ich kurz eine kleine Störung habe damit oder so. Da hatte ich dieses Video aufgenommen. Das wollte ich an dem Tag vor einer Woche auch noch hochladen, aber dann ging es nicht mehr. Ja. Deswegen war jetzt eine ganze Weile Funkstille hier auf dem Kanal. Und deswegen, ja, kam nichts. Also das vergangene Video von Vigor, das wurde schon in der vergangenen Woche aufgenommen. So, und ich bin einfach froh, dass jetzt wieder so weitergeht mit Videos, denn ich muss ganz klar sagen, ich habe es vermisst aufzunehmen und so weiter. Und ich kann auch dazu direkt noch eine andere Sache sagen, und zwar, es kommt jetzt auch ein neues Spiel jetzt sogar schon demnächst hier auf dem Kanal. Also so lange müsst ihr da auch gar nicht mehr warten. So, ich muss auch gestehen, ich muss erstmal wieder reinkommen. Nach einer Woche Pause, Vigor, muss ich ganz klar erstmal wieder hier reinkommen in das Spiel. Bin es halt überhaupt nicht mehr gewohnt, hier irgendwie unterwegs zu sein in Vigor. Wahrscheinlich muss ich Treffen erstmal wieder lernen. Und für die, die sich fragen, was für ein Spiel kommt neu hier auf dem Kanal, das wird das Spiel Stray sein. Ich hatte ein oder andere davon schon gehört. Das ist ein, ich nenne es jetzt einfach mal Katzenspiel. Ja, also du spielst in diesem Spiel eine Katze. Ich würde es, sagen wir mal, so ein bisschen Action-Adventure-mäßig, ja, würde ich es jetzt im Groben bezeichnen, das Spiel. Das wird jetzt bald hier auf dem Kanal kommen und Vigor wird natürlich noch parallel laufen. Und ob wir jetzt noch ein paar Aufgaben machen, gucken wir mal. Ich bin erstmal froh, dass überhaupt ich wieder was aufnehmen kann. Deswegen, was haben wir denn heute für Aufgaben? Munition erbeuten, Maschinengewehre herstellen. Ja, da haben wir eins schon geschafft schon, weil ich habe mir eben das eine Gewehr hergestellt. Weil ich spiele nämlich heute auch mal eine ganz andere Waffe, weil sonst spiele ich ja immer die RPK. Der Grund, warum ich die nicht nehmen wollte, hat den Grund, weil ich habe nicht mehr allzu viele von denen auf Lager und ich habe noch keinen Bauplan für die. Und dementsprechend wollte ich die jetzt nicht nutzen, da ich ja jetzt nicht so ganz drinne bin, weil ich die Woche nicht gespielt hatte. Wenn ich drauf gehe, verliere ich ja dann meine Waffen. Und ja, das möchte ich nicht riskieren, weil ich nicht mehr so viele habe von der Waffe. Gut. Aber wir müssen mal gucken, wo wir da hinrennen. So, wo ist denn. Wo? Bitte? Okay, der Schuss kam aus unserer Umgebung, dort unten irgendwo. Ja, hier unten. Ich denke, wir gehen gleich in die Richtung, aber wir gucken erstmal noch hier. Also das ist auf jeden Fall, oh, eine Art MG. Wir sind mal vorsichtig. Okay, wir nähern uns auf jeden Fall immer mehr den Schüssen hier. Und ich muss auch ganz klar sagen, ursprünglich war auch geplant, dass einige andere Spiele jetzt kommen in der Zeit. Weil ich wollte eigentlich Dying Light unter anderem wiederbringen, weil da kam was Neues raus, genauso wie Arcadegeddon. Das Spiel ist ja PS Plus geworden, das Spiel habe ich ja damals schon sehr oft hochgeladen.
gebracht hier auf dem Kanal. Und ich denke, die Schüsse kamen eben von dort vorne. Ja, weil dort ist ja auch so ein Störturm, wenn wir dort gucken. Aber gut, ich denke, wir gehen zum Sägewerk. Oder wir hauen erstmal ab mit dem, was wir erbeutet haben. Wäre auch eine Option. Da hinten. Wir haben ihn angeschossen. Hier hinten ist einer. Wow. Komm, hier die Nahrung gezählt. Also jetzt ist der gerade noch im Gebäude gewesen. Boah, ich treffe nicht mehr. Der ist hinter diesem Holzhaufen dort. Der hat die Waffe gewechselt. Wollen wir kurz warten? Kurze Idee, wir rennen hier hinten rum. So. Na super. Sind voll. Das hat man jetzt auch noch gehört. Ich muss dringend kurz aussortieren. Mein Plan war jetzt eigentlich hier, dass ich hier reingehe, durch diese Hallen laufe und dort hinten probiere, den dann so zu flankieren eventuell. Das war so im Groben mein Plan. Okay, das müssen wir wegtun. Das tun wir auch mal weg. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der Dude von eben jetzt einfach abhaut. Gut. Ich denke, wir sollten dann jetzt auch so langsam abhauen. Ich meine, wir sind voll, ja. Wir können nichts mehr so richtig mitnehmen. Der Abwurf kam jetzt schon, sprich die Strahlung beginnt auch bald. Nochmal kurz was wegschmeißen. Ich denke das Teil hier. Und Moment. Das stellen wir einfach mal hier so auf. Und drüben holen wir uns noch fix die Nahrung. Okay, da ist einer in dem Gebäude. Lauf, 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 lauf. Denn ich habe kein Interesse an dem Tresor hier.
Denn ich fühle mich eigentlich schon gut gefüllt. Komm schon, wir machen hier hinten rein. Ja, das nehmen wir fix mit, let's go. Ich denke, wir machen lieber nochmal irgendwie Platz. Vielleicht die Pistole hier weg, das Teil dafür. Ach, tun wir das Gewehrteil weg. Obwohl ich sagen muss, ich will sowas eigentlich nicht mehr so oft machen. Die Waffenteile wegschmeißen. Ach, wow. Ich wegen so einem Müll draufgehe, dann schrei ich. Weil ich so komisch festhänge. Oh, oh, oh. Okay, ich denke in den Wald rein. Ich wollte eigentlich dort unten bei der einen unteren Stelle noch gucken, weil das ist ja manchmal Dünger noch. Und Chemikalien, aber mit dem Scharfschützen am Nacken kannst du das, glaube ich, vergessen. Gut. Rennen nochmal hier hinter. Schnell hier alles mitnehmen. Und wir sind sicher. Und da sind wir jetzt auch schon wieder. Jetzt spielen wir hier noch eine zweite Runde. Ich habe mich jetzt einfach nochmal für die gleiche Karte hier entschieden. So, wir aktivieren erstmal hier zu Beginn das hier. Komm. Sehr schön. So, wie sehen die Standorte aus? Der eine ist hier oben. Ich muss sagen, ich würde eigentlich gar nicht zu dem Haus nochmal hinrennen, aber es ist ein komischer Umweg, ja, muss man ganz klar sagen. Wenn ich jetzt erstmal dort hochrenne und dann renne ich wieder runter. Aber das Haus hat eigentlich auch immer ganz gute Beute dort oben. Oder wir entscheiden uns einfach nur fürs Sägewerk jetzt. Ja, machen wir es so einfach. Weil das wäre halt ein Umweg, wenn ich jetzt erstmal hochrenne zum Ende der Karte, dort das Haus plündere, dann wieder hier runterrenne, wo ich jetzt bin. Dabei vergeht auch ordentlich Zeit. Und die Zeit wiederum könnte man auch nutzen hier unten, um nach Beute zu suchen. Gut, gucken wir mal hier. Zack. Ich muss sagen, ich hätte mal Lust, zu dieser kleinen Siedlung hinzugehen. Nicht unbedingt zum Sägewerk. Also zu diesem, ich nenne es mal Dorf, was da vorne ist. Ja, ich würde sagen, was machen wir jetzt mal hin? Habe ich jetzt mal Lust drauf. Machen wir es vielleicht so, wir plündern das dort. Vielleicht überleben wir das dort gar nicht. Mal sehen. Und dann haben wir vielleicht auch schon ab. Mal gucken. Gucken wir einfach mal. Gut, vorsichtig hier runter. Hep. Ja, mich wundert, dass ich gar keinen Fallschaden kassiert habe. Aber freut mich natürlich auch. So, haben wir hier Glück. Wow! Ne, überhaupt kein Glück. Ach, schade. Der hat dort oben einfach nur gewartet. Schade, schade. Da hat es mich weggemacht. Da jetzt die Karte Sagbrug von eben nicht mehr zur Auswahl steht, habe ich mich jetzt mal hier für die Karte hier entschieden. Wir sind jetzt nochmal auf der Karte Arniken. Ja, und leider hat man überhaupt kein Glück mit dem Schatz. Ja, wir hatten im wahrsten Sinne des Wortes Unglück. Einfach nur. So, jetzt gucken wir mal hier.
Nahrung, ja, komm, die muss ich nämlich ein bisschen mit nach Hause bringen, denn ich möchte nämlich probieren, dass wir noch auf 10.000 Nahrung kommen. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade 6.000 so dabei, also im Lager. Weil ich ganz gerne in dieser Woche mir noch die goldene Kiste angeln möchte. Hinten ist jemand. Okay, er war hier. Gut, wir haben ihn weggemacht. Jetzt gehen wir erstmal kurz hier rein. Meine Güte, hat er viel Munition dabei gehabt. Ich glaube, kann das sein, wir haben jetzt gerade die eine Aufgabe geschafft? Wir die Munition finden? Ich glaube ja. So, Moment, erstmal hier das Zeug von dem durchladen. Eine schöne Sniper hat er auf jeden Fall dabei gehabt. Meine Güte, hat er einfach viel Munition mitgeschleppt. Also ich würde schon sagen, der ist einfach in die Runde gegangen, um vielleicht ein paar Kills zu machen. Also der wollte auf jeden Fall richtig jagen. Und dort vorne war eben einer. Weil das dort gelootet ist, das eine Ding. Aber nun gut, ich meine, wir stehen hier auch mitten bei dem Container. Darf man auch nicht vergessen, wir sind hier mitten bei diesem Loot-Container gespawnt. Den ich persönlich aber ja noch nie bevorzugt habe. Gut, wir schnappen uns mal hier alles, was wir so kriegen können. Und dann sollten wir schleunigst erstmal aus diesem Geländebüschen rauskommen. Schwierig, ich mag halt die Karte auch überhaupt nicht so sehr. Ich denke, wir machen uns hier weiter vor Richtung Boot, oder? Hm, hier könnte ich auch so lang machen und dann hier hoch. Höp. Auch nicht schlecht so. Moment. Schwierig. Ich weiß gerade nicht, was das für Sounds waren. Ob das jetzt gerade einer wartet hinten. Und ich muss vielleicht ein bisschen Munition lieber wegschmeißen hier. Machen wir einfach mal das von dem Revolver weg. Weil ein Revolver, den wir hier aufgehoben haben, sind wir ehrlich, werde ich nicht nutzen so richtig. Ja, und das wurde hier geplündert. Das sieht man. Weil dieser eine Behälter war gerade auch schon offen. Gut, machen wir mal die Munition hier weg. Bisschen Platz ist wieder reingekommen. Und weiter geht's. Hep. Hey, da oben hat was geblitzt. Da oben rechts gerade. Bei der Spitze des Schiffs. Dort schon wieder. Das sah gerade ganz komisch aus. Kein Plan, ob das irgendwie ein Gegner ist, weil es sah dafür zu. Ich muss das noch mal kurz beobachten. Jetzt blitzt das gleich wieder. Oder ist es die Karte? Kann natürlich auch sein. Ach, so viele dort hinten und das ist ja auch am Schiff dran. Oder da hat einer diese Teleskope-Dings erstellt. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. So ein Teleskop. Oder so ein Ablenkding oder wie das auch immer heißt. Ich habe den Namen sogar vergessen. Gut, wir rennen einfach mal vorsichtig hier lang. Naja, mit vorsichtig rennen wird es jetzt wohl nichts mehr. Weil auffällig war ich jetzt auf jeden Fall alle Male hier.
Nein! Ach, schade. Wow. Hey, wie kommt man denn dort hoch? Okay, das habe ich ja noch nie gesehen. Schade. Sehr schade. Trotzdem, ich hatte meinen Spaß mit der Runde. Auch, ja, wenn wir jetzt es nicht geschafft haben, Beute zu sichern. Man muss auch sagen, ich bin irgendwie ein bisschen raus aus dem Spiel. Aber man muss auch ganz klar sagen, selbst wenn ich jetzt noch drin wäre, ja, im Gameplay und trotzdem noch gut treffen würde, ja, ich wäre so oder so dort drauf gegangen bei dieser Stelle. Selbst wenn ich eingespielt wäre, wäre ich dort an dieser Stelle drauf gegangen, denn ich hätte den so oder so nicht entdeckt. Ja, bin ich mir ganz sicher. Aber gut, Leute. Ich würde sagen, hier soll es dann jetzt auch erstmal Schluss sein. Es geht jetzt auf jeden Fall wieder weiter mit Videos. Und ja, seid gespannt auf die kommenden Projekte, auch die jetzt so kommen. Denn Stray demnächst, das ist nicht das einzigste neue Spiel, was auf den Kanal kommt, denn es kommen ja dann auch jetzt bald schon etwas größere Titel wieder raus. Deswegen euch noch einen schönen Tag und ja, tschüssi.